Stellen Sie sich vor, es würde keine Medien auf dieser Welt geben. Keine Nachrichten, kein Social Media, keine Meldungen über die Entdeckung neuer Pinguinkolonien in der Antarktis. Unsere Welt wäre eine andere. Medien spielen in unserer Gesellschaft eine zentrale Rolle. Sie sorgen nicht nur dafür, dass Informationen ausgetauscht werden, sie sind auch wichtig für die Demokratie. Ohne sie geht quasi nichts. Schauen wir uns das einmal genauer an. Welche Aufgaben haben Medien in einer Demokratie? Massenmedien sind eine Brücke zwischen der Politik und der Bevölkerung. Die Aufgabe von JournalistInnen ist es, das aktuelle politische Geschehen einfach und verständlich darzustellen. Jede und jeder soll sich mit Hilfe von Artikeln und Beiträgen eine politische Meinung bilden können. Außerdem erlangen die Anliegen der Bevölkerung durch die mediale Berichterstattung Aufmerksamkeit. Medien schaffen Öffentlichkeit. Das klingt jetzt zwar ein wenig abstrakt, bedeutet aber nichts anderes, als dass Medien Themen und Personen eine Bühne bieten. Massenmedien eröffnen zumindest die theoretische Möglichkeit, alle BürgerInnen einer Gesellschaft zu erreichen. Wird der Fokus auf bestimmte Themen gelegt, bekommen diese auch mehr Aufmerksamkeit. Man nennt es auch Agenda Setting. Je öfter und intensiver beispielsweise über die Klimakrise berichtet wird, desto größer wird der gesellschaftliche Diskurs zu diesem Thema. Medien haben die Aufgabe, die Politik und die Handlungen von PolitikerInnen zu kontrollieren. Deshalb werden sie auch als vierte Gewalt bezeichnet. Es liegt in der Verantwortung von JournalistInnen, die politischen Geschehnisse genau zu beobachten und mögliche Missstände aufzuzeigen. Das ist auch der Grund, warum die Wahrung der Pressefreiheit in einer Demokratie einen so hohen Stellenwert hat. Können JournalistInnen nicht unabhängig über PolitikerInnen und UnternehmerInnen und ihre Handlungen berichten, hat das auch negative Auswirkungen auf die Demokratie. Hätten Sie sich mit den aktuellen Entwicklungen in Afghanistan auseinandergesetzt, wenn es in letzter Zeit nicht so viele Berichte darüber gegeben hätte? Vielleicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Medien bestimmen bis zu einem gewissen Grad, womit wir uns tagtäglich auseinandersetzen. Sie liefern Informationen über unterschiedliche Themen und stellen so Wirklichkeit her. Und aus dieser Wirklichkeit bilden wir, indem wir Nachrichtenbeiträge konsumieren, wieder subjektive Wirklichkeiten. Diese Aufgaben beschränken sich allerdings nicht nur auf traditionelle Formate wie Printzeitung, Radio oder Fernsehen. Auch Online-Netzwerke spielen eine immer wichtigere Rolle. Hierbei geht es allerdings nicht mehr ausschließlich um die Vermittlung von Informationen, sondern auch um Interaktion, den Austausch zwischen SenderInnen, also den JournalistInnen, und den EmpfängerInnen, den UserInnen. Außerdem bieten soziale Netzwerke quasi jeder und jedem die Möglichkeit, Informationen zu verbreiten. Der Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Schweiger bringt das so auf den Punkt. Soziale Medien ermöglichen Laien den interaktiven Dialog mit Journalisten und politischen Akteuren auf Augenhöhe. Bürger sind nicht mehr ausschließlich aufnehmendes Publikum, sondern können unmittelbar ohne Wechsel des Mediums bzw. Kanals auf Medieninhalte reagieren, sie weitergeben oder selbst eigene Inhalte veröffentlichen und damit als Kommunikatoren auftreten. Das birgt jedoch auch Gefahren in Form von Hassrede oder Desinformation. Zusammengefasst, die Aufgaben von Medien sind vielfältig. Mit dem Internet und sozialen Netzwerken hat sich der Informationsaustausch und die Kommunikation zwischen BürgerInnen, JournalistInnen und der Politik stark verändert. Das wird wohl auch in Zukunft der Fall sein. Um es mit den Worten von Neil Fitzpatrick zu sagen, "The growth of social media usage around the world shows no sign of slowing."